Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim Invest in Best YouTube-Channel. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hirtnagel. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. Super spannendes Thema. Kommt der dritte Weltkrieg? Es rasselt überall geopolitisch in unserer Welt. Ein wirtschaftlicher Super-GAU durch Corona und jetzt auch noch Staaten, die schon im Vorhinein miteinander ja nicht unbedingt gut verbrüdert waren, sondern wir wissen ja alle, dass es schon einen Handelskrieg zwischen USA und China gibt seit 2018. Und lieber Hannes, was hast du uns heute mitgebracht wieder? Über was sprechen wir mit unseren Zuschauern? Ich möchte gleich vorausschicken, wie wir das auch oft sagen, wir wollen da an und für sich mit der Wahrheit auftrumpfen, wir wollen da einfach Fakten präsentieren, diese auch dann einfach ehrlich bewerten und weder da zu reißerisch auch sein, auch wenn natürlich momentan die Rhetorik überall schwierig ist, dass man nicht zu reißerisch wird, aber wir haben keine Glaskugel, wir sind keine Hellseher, wie es sie viele gibt, wo viele die kennen, die Nostradamus-Weissagungen etc., ganz, ganz viele Dinge oder auch natürlich auch aus der Religion gibt es viele Offenbarungen und das wird natürlich momentan ganz geschickt eingesetzt überall auf der Welt, um Stimmung zu verbreiten. Wir konzentrieren uns auf die Fakten. Wir wollen nicht die Glaskugel, sondern die Graphen und uns und schwarz auf weiß einfach das lesen, was wir so momentan auf der Welt sehen können. Mitgebracht habe ich heute eine ganz aufregende oder für mich sehr beängstigende Aussage von Präsident Trump. Trump sagt, Corona ist der größere Angriff als 9-11 oder Pearl Harbor. Wirklich, er nimmt die Rhetorik, der größere Angriff auf die USA als Pearl Harbor oder 9-11. Und wenn man von einem Angriff redet, natürlich ist das schon eine gewisse Rhetorik, die in eine gewisse Richtung auch lenkt. Und auch Präsident Trump und alle Politiker überlegen sich natürlich sehr genau, welche Worte sie in den Mund legen. Trump vielleicht ab und zu etwas weniger, aber natürlich auch trotzdem weiß er ganz genau, was er damit suggeriert. Und wir wissen alle, 9-11 und Pearl Harbor haben zum Krieg geführt. Und wenn das ein größerer Angriff war, dann sind wir mal gespannt, was da kommen will. Weiters geht die USA immer mehr davon aus, zumindest die republikanischen Spitzen der Regierung gehen davon aus, dass China schuld an der Verbreitung dieses Coronavirus, das auf der Welt ist, dass es einfach zu wenig getan hat, dass es Lügen in die Welt zusammen mit der WHO in die Welt hinausgetragen hat und somit noch Schutzmittel, eigene Schutzausrüstungen zu kaufen, von der Welt zusammenzukaufen, nach China zu transportieren, wie auch geschehen mit Deutschland. Deutschland hat, glaube ich, im Dezember oder war es sogar im Jänner noch Schutzausrüstung Richtung China geliefert, weil dort bestellt wurde und man von der WHO eigentlich neue Aussagen bekommen hat, dass die Gefahr gar nicht so eminent für Europa ist. Dies wird natürlich in den USA ganz, ganz kräftig gespielt. Die Rhetorik in China ist hingegen nicht wesentlich besser. Auch hier habe ich gerade heute wieder gelesen, dass diverse Zeitungsartikel zensiert werden von europäischen Botschaftern, die Interviews geben. Die Artikel werden einfach zensiert und nicht mehr wahrheitsgetreu wiedergegeben. Und noch heftiger macht der Sprecher des Außenministeriums von China, Zhao Lijian, der sagt, das US-Militär hat den Virus in China verbreitet. Und das sind natürlich jetzt schon heftige Anschuldigungen. Also da wird schon heftig hin und her geschossen, verbal noch. Und das geht für mich über einen Handelskrieg eigentlich schon hinaus, wenn wirklich solche heftigen Schuldzuweisungen schon stattfinden. Also viel Steigerungsform in meinen Augen bis zu einem Hot War, bis zu einem richtigen Krieg gibt es nicht mehr. Ich hoffe, die Mächtigen der beiden Länder reagieren besonnen und das Ganze kühlt sich auf schnelle Weise wieder ab. Wenig Hoffnung habe ich dazu, wenn ich mir in China anschaue, was da für Propaganda gefahren wird. Unfassbar. Man sieht Bilder aus Städten, wo wirklich Ärzte gigantisch groß auf Hochhäuser projiziert werden, mit Feuerwerks, mit Lichtershows in Szene gesetzt werden, dazu Musik. Mich erinnert das einfach an die Tribute von Barnum, an die Hungerspiele mit all dieser ganzen Dramatik und Theatralik, was man da irgendwie reinpulvern nur kann, um die Menschen irgendwo in eine gewisse Richtung zu lenken, um auch den Pathos, die eigene Nationalstolz mächtig zu schüren, wie man das alles gut und hervorragend geschafft hat. Für mich keine guten Tendenzen. Benjamin, wie siehst du das? Absolut
Absolut richtig. Dieser USA-China-Handelskonflikt ist ja, wie gesagt, schon seit 2018 da. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, in dieser Nacht, wo zum ersten Mal Donald Trump Tarife, also wirklich eben Handelstarife gegen die zweitstärkste Wirtschaftsmacht der Welt aufgesetzt hat. Ich kann mich super erinnern, das war besonders auf die, also auf die Weizen- und Maisprodukte. Wo mehr oder weniger dann, das ist natürlich ein Riesenproblem gewesen für die Pharma, ja, weil wenn das Zeug natürlich der Top-Käufer aus China mehr für das bezahlen muss, ja, ist natürlich nicht gut primär und natürlich hat der Absatz dann auch gesunken, das war auch sehr, sehr schlecht. Allerdings eben dieser Handelskrieg geht jetzt schon seit über 2 Jahren und die Rhetorik wird immer schärfer. Es ist eine Welt voller Populisten. Ja, wir leben in keiner Welt, wo eine normale Politik mehr herrscht. Selbst die EU ist voll mit Propaganda von Klimawandel und weiß was ich was, alles zusammen, ja. Es ist einfach so, es ist eine riesen Propagandamaschinerie, die hier läuft. Ja, ob das gut ist oder schlecht ist, bitte, wir sind da nicht, wie gesagt, wir wollen uns dazu auch gar nicht äußern, ja. Es geht nur darum, dass es eindeutig eine Propagandamaschinerie ist, die da dahinter steckt, um halt einfach Meinungen zu erzeugen. Das ist Meinungsmache, es geht nicht mehr darum, dass jeder seine freie Meinung irgendwie äußern darf, denn es geht vielmehr darum, dass man Meinung macht und eine ja ganz bewusst die Bevölkerung wohin leiten möchte. Ja, man möchte eben die Bevölkerung wohin leiten. Wenn man nicht zustimmt, ist man sofort ein Rechter oder halt ein totaler Vollverrückter. Ja. Wie gesagt, das ist nicht gut. Eine gute Demokratie muss beide Seiten verkraften und einen Diskurs immer haben. Leider haben wir das nicht mehr. Und besonders in den USA, absolute China-Feindlichkeit, die herrscht. 70% der Amerikaner, gibt es ja eine Studie oder Statistik, 70% der Amerikaner finden das toll, dass man diesen Weg gegen China einfährt. Und natürlich auch in China ist, glaube ich, die Stimmung gegenüber den Amerikanern auch nicht mehr gerade so prall und so toll, weil, wie du schon sagst, Hannes, China, ich meine, es ist eine kommunistische Partei, es ist ein kommunistisches Regime, das dort an der Macht ist, auch wenn die Wirtschaft relativ, also marktoffen ist natürlich, aber wie gesagt, von der politischen Seite auch eine Propagandamaschinerie, die seinesgleichen sucht. Und China ist die aufstrebende Supermacht. China hat die gesamte Produktion, der Westen war gierig, der Westen war die letzten 20 Jahre, hat nicht nachgedacht, vor 30 Jahren, hat Produktionsstätten outgesourced, ja, hat um Kosten zu drücken, Gier, die kurzfristige Gier stillen und dort mehr oder weniger günstig zu produzieren, damit wir im Westen super tolle Produkte zu einem schweinegünstigen Preis haben können. Nur leider ist das Spiel komplett nach hinten losgegangen. Jetzt sind das ganze Geld, der ganze Wohlstand ist nach China gewandert, Produktion, Know-how, was auch immer. Und damit hat jetzt eben natürlich der Westen, primär die Amerikaner, die Imperialmacht Amerika, die Nummer 1 der Welt, ja, hat jetzt ein Problem, dass vielleicht aus einer G1-World eine G2-World wird, ja, mit China. Und natürlich, dass in der Geschichte Handelskonflikte zwischen der absolut regierenden Supermacht und der aufstrebenden Supermacht hat des Öfteren kriegerische Auseinandersetzungen gegeben. Und die Rhetorik spricht dafür, Hannes, das war ein ganz tolles Beispiel, wie du gesagt hast, 9/11 und Pearl Harbor. Und das hat Donald Trump in den Mund genommen. Ja? Er hat wirklich bewusst, ganz bewusst, wie du immer sagst, Politiker nehmen diese Worte nicht umsonst in den Mund. Ja? Es geht um 9/11, was ist danach passiert? Irakkrieg, Einmarsch 2003, März. Damals dasselbe Pearl Harbor, was ist danach passiert? Amerika ist im Zweiten Weltkrieg mit eingezogen. Ja? Also wahnsinns riesengroße Auswirkungen historisch, was danach passiert ist. Und jetzt spricht Donald Trump schon wieder von seinem Angriff auf Amerika, der sogar noch größer ist. Also hier wird es volle Kanne weitergehen, anders kann man es einfach nicht sagen. Und natürlich, das Öl wird immer heißer. Ja? Und leider Gottes, Ray Dalio sagt es auch mit diesen Zyklen, und wir haben es auch für uns analysiert, mit diesen Zyklen, leider Gottes, befinden wir uns wirklich in einem sehr gefährlichen Bad dieses Zykluses. Du sagst richtig, Benjamin, das Öl wird immer heißer, aber dazu vielleicht später mehr. Ein anderer Krisenherd, was momentan vielleicht gar nicht so im Fokus der Medien steht, ist so der Krisenherd USA, Russland. Hier ist immer noch ein bisschen die Spannung drinnen. Und wenn man schaut in die hohe Barentssee, das ist nördlich von Norwegen, vor der Arktis, dort hat die US-Marine einen Zerstörer hingeschickt, einen US-Zerstörer. Und das ist das erste Mal seit den 80er Jahren, dass ein US-Zerstörer in dieses Gebiet auf Konfrontationskurs mit den russischen Streitkräften geschickt wird, denn es geht um die Vormachtstellung in der Arktis. Man will den Russen hier nicht einfach das überlassen, sondern man will auch als USA sich da kräftig mitmischen. Europa haltet sich wie immer zurück und will hier mitmischen. Aber das sind auch natürlich ganz, ganz gefährliche Tendenzen, wenn ich denke, einfach seit über 40 Jahren das erste Mal, dass so ein US-Zerstörer-Kurs
auf russische Truppen nimmt, um die Vormachtstellung auf ein Gebiet zu bekommen, ist auch eine Entwicklung, die mir ebenfalls gar nicht gut gefällt. Was vielleicht auch irgendwie untergegangen ist in den Medien, Grönland hat inzwischen einige Verträge mit den USA unterschrieben, wo es auch um gewisse Rechte und um gewissen Schutz geht. Das war vor einigen Monaten noch undenkbar. Genau, Trump wollte Grönland kaufen, da ist er belächelt worden dafür und ausgelacht worden dafür. Es hat einen riesen Widerstand in Grönland und überall auf der Welt gegeben, dass da mehr oder weniger die USA sich einkaufen wollen. Ich jetzt einfach nach Corona oder in Corona still und heimlich auf andere Art und Weise passiert und es geht weiter. Also wie gesagt, dort die Spannungen nehmen dort überall kräftig zu. Was auch noch für mich so eine Randnotiz war, ganz spannend, Bolsonaro, Brasilien, Präsident von Brasilien, führt sein Land recht straff, sage ich mal, recht eigenwillig, wie in der westlichen Welt wird er dafür auch nicht unbedingt groß gefeiert. Und auch spannend ist, dass auch wieder einer dieser Kandidaten, der Covid-19 als nicht unbedingt die große Pandemie bezeichnen wollte, sein Sprecher ist jetzt positiv getestet worden, der hat mit ihm sehr engen Kontakt gehabt, warten ob Bolsonaro das ähnliche Schicksal erleidet wie Boris Johnson, der ja auch keinen Lockdown unbedingt machen wollte. Man möge seine Schlüsse daraus selbst ziehen. Wie gesagt, momentan richtig viel los auf der Welt. Ich glaube, uns gehen die Themen momentan wirklich nicht aus, Benjamin. Im Gegenteil, wir bringen gar nicht alles unter, was wir so recherchieren, was wir von unseren Freunden und unseren Quellen zugetragen bekommen. Benjamin, fällt dir noch ein brennender Punkt ein, wo wir hin müssten? Eigentlich von dem her ist so eh schon alles gesagt und die nächsten Thema haben wir dann eh schon im nächsten YouTube-Video wieder, meine lieben Zuhörer. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören, wie immer. Ich hoffe, es ist spannend für Sie. Wenn es spannend ist, unbedingt den Daumen hoch geben. Ganz, ganz wichtig. Unbedingt abonnieren und die Glocke drücken, damit kein Video verpasst wird. Kommentieren Sie auch dieses Video. Es wird uns mega freuen, wenn wir ein bisschen im Austausch stehen. Und natürlich schreibt, was haltet ihr denn davon? Wird der dritte Weltkrieg kommen? Wird er nicht kommen? Schreibt es uns in den Kommentaren. Diskutieren wir zusammen. Und so entsteht dann der große Mehrwert. Wenn ihr natürlich Lust habt, investinvest.de. Dort gibt es eine ganz, ganz spezielle Seminarreihe vom Hannes und von mir, eine Update-Area, wo wir nochmal ganz spezielle Infos im 14-tägigen Rhythmus hergeben. Von dem her absolut tolle Zeiten. Seht es nicht negativ. Corona ist eine Riesenchance. Wir sehen es als Chance bei Invest in Best. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.